Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, mein Name ist Ellen Überscheer, ich bin Vorstand dieser Stiftung und freue mich sehr, dass wir heute zur Baustelle Mobilität einladen können. Ehrlich gestanden, seit gestern kommt an uns niemand vorbei, der sich für nachhaltige Mobilität interessiert. Wir haben gestern dieses Produkt vorgestellt, den Mobilitätsatlas, und wir beabsichtigen natürlich, den so weit und so tief wie möglich hinein ins Land zu streuen, um Informationen hineinzubringen, um die Debatte zu versachlichen und ehrlich gesagt, um die Debatte auch komplizierter zu machen, weil angeschaut werden muss, dass Mobilität nicht allein die Frage ist, wie viel Kaufprämie gibt es für Elektroautos, sondern es geht um vieles mehr. Es geht um lebenswerte Dörfer und Städte. Es geht um die Zukunft der Mobilität im digitalen Zeitalter. Und natürlich geht es vor allen Dingen auch um Klimaschutz. Wem das nicht reicht, wir haben ein sehr schönes Heft herausgebracht, auch mit vielen Zahlen, aber auch mit der Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wohin soll das eigentlich gehen, wenn wir davon ausgehen, dass Mobilität ein Freiheitsgut ist? Wie sind wir mobil, verursachen aber weniger Verkehr und weniger Schadstoffe? Ja, wir leben in Zeiten, in denen, so kann man es auch sagen, man kann es auf zwei Dinge zusammenfassen, in denen zwei Dinge zusammentreffen. Die vierte, was manche die vierte industrielle Revolution nennen, also Digitalisierung, Vernetzung, Robotisierung von vielen Dingen, und zum anderen die Dekarbonisierung, die unsere große, große Herausforderung ist, für immer mehr Menschen in Politik, Wirtschaft und auch auf der Straße ist es absehbar und zwingend, alle Prozesse, die wir haben im Industriezeitalter, so weit wie irgend möglich zu dekarbonisieren und das möglichst schnell. Für den Mobilitätssektor, und ich sage bewusst Mobilität, denn das deutet an, dass es hier um ein komplexes Geschehen geht, bedeuten diese beiden Erneuerungen herausfordernde Findungsprozesse, auch für zukünftige Geschäftsmodelle. Aber sie bedeuten auch Synergien. Also wann immer ich beim BDI, gibt es wahnsinnig viele kluge Leute, die sagen, wir haben die Technologien, wir wissen, wie es geht. Aber Leute, es ist zu teuer. Wir kriegen das nicht verkauft. Wir brauchen dafür ein Geschäftsmodell. Das ist eine große Herausforderung, eine Schnittstelle, an der sich diese Synergie zwischen Dekarbonisierung und Digitalisierung vermutlich als hilfreich erweist. Jedenfalls gibt es dafür Hinweise. Es geht ja nicht nur um die industriellen Komplexe der Automobilbranche und ihrer Zulieferer, wo viel zu hören ist im Moment von in Wahrheit sinkenden Umsätzen, auch wenn teilweise mehr Autos angemeldet werden, Stellenabbauplänen, globaler Konkurrenz und der Frage, wie die CO2-Minderungsziele denn tatsächlich erreicht werden können, sondern betroffen ist natürlich auch der ÖPNV, die Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind, die Deutsche Bahn, die Logistikbranche, Taxigewerbe, einschließlich Uber, und natürlich betrifft es alle, uns alle, Bürgerinnen und Bürger, die ihre Mobilität in Beruf und Freizeit mit Qualität, sicher, schnell, klimaneutral organisiert haben wollen. Neue Geschäftsprozesse verlangen nach Investitionen in einem Ausmaß, das ehrlich gesagt wenig Zeit lässt für Fehlentscheidungen. Und je länger wir warten, umso knapper wird die Zeit und umso wichtiger wird es, die richtige Maßnahme zu treffen. Nicht nur vor diesem Hintergrund ist eine kluge Koordinierung und Stabilität seitens der Politik unerlässlich. Eine Rahmensetzung muss erfolgen, das werden wir heute Nachmittag diskutieren. Die Synergien zwischen den Möglichkeiten von Digitalisierung und Dekarbonisierung sind noch nicht in Gänze erfasst, geschweige denn erfunden. Und meine Prognose ist, dass uns die wirklich großen Herausforderungen noch bevorstehen. Smartphone, wenn man auf die Digitalisierung guckt, dann finde ich, sind es zwei Entwicklungen, die wir sehen. Auf der einen Seite sehen wir, dass das Smartphone immer mehr ein Navigator wird, ein kluges Instrument, um Verkehrsträger zu vernetzen, um Effizienzgewinne zu erzielen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass das Auto ja heute schon als Smartphone auf Rädern ist und sich in Zukunft weiter dahin entwickeln wird, Stichwort autonomes Fahren. Da sind viele, viele offene Fragen, die an vielen Stellen beraten und ausprobiert werden.
gebündelt werden müssen und wo wir aufpassen müssen, auch dass wir nicht in, ja, in ideologische Debatten hineingeraten. Also es gibt eine ganze Reihe von großen Projekten, die angegangen werden müssen, um beides zu erreichen, die CO2-Neutralisierung und den Umstieg auf die digital vernetzte Mobilität. Und wenn es darüber hinaus gelingt, lebenswerte Dörfer und Städte zu schaffen, dann haben wir die Komplexität des Wandels, der nötig ist, tatsächlich erfasst. Jedes Panel in dieser Tagung, das haben Sie auf dem Programm gesehen, erfasst eines dieser Schlüsselprojekte, versucht Chancen zu beschreiben, den Stand zu erheben, aber auch Risiken zu benennen, sehr praktisch, im Stromsektor, beim Güterverkehr, bei der Mobilität in Städten, in der Region, bei neuen Geschäftsmodellen und der künstlichen Intelligenz ganz explizit. Wir widmen uns drei großen Fragen, die sozusagen im Zentrum der ökologischen Transformation des Verkehrssektors stehen. Erstens geht es um den Blick auf die zentralen Leitprojekte, die zum Gelingen einer Verkehrswende dann auch tatsächlich beitragen. Wo stehen wir? Wie sieht der Bedarf nach Infrastruktur aus? Wie sehen die Bürgerinnen und Bürger die Entwicklung? Zweitens geht es um notwendige politische Weichenstellungen und Instrumente. Es geht um Einschätzungen zum Klimapaket, das gerade verabschiedet worden ist, und natürlich, sobald es verabschiedet worden ist, schon vorher und währenddessen geht es um Vorschläge zur Verbesserung und zur Intensivierung dessen, was damit beabsichtigt war. Drittens, ganz wichtig, es geht um Allianzen, mit denen das Projekt der ökologischen Mobilität vorangetrieben werden kann. Ich bin gestern öfter gefragt worden, ja, wie bewerten Sie die Ideologisierung des Themas? Natürlich weiß ich auch, dass es Fridays for Diesel und solche Aktionen gibt. Ich glaube, dass es der falsche Weg ist, sich sozusagen in politische, moralische Grabenkämpfe zu begeben, sondern wichtig finde ich zu sagen, Leute, es gibt eine lebenswerte Zukunft mit einer Mobilität, in der wir das vermeiden, worunter wir im Moment leiden. Und auch der Friday for Diesel leidet unter dem Verkehrsinfarkt. Auch der steht im Stau. Also auch der hat was davon, wenn es besser wird, als es jetzt ist. Also Allianzen müssen vorangetrieben werden, nicht mit Friday for Diesel, aber mit gesellschaftlichen Bündnissen, die für Klimaschutz, für ökonomische Innovationen einstehen, zwischen Unternehmen, zwischen Gewerkschaften, die muss man mitnehmen, das ist wichtig, weil wir natürlich das Thema der Arbeit, der Zukunft explizit immer mit on top of the agenda haben. Und es geht natürlich um Allianzen mit den Umweltverbänden in den Städten und auf dem Land. Dieser Dreiklang, also Leitprojekte, politische Weichenstellungen und Allianzen, prägt diese Konferenz. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie aktiv dabei sind. Ich freue mich auch, dass unsere Promovierenden und Studierenden in vergleichsweise großer Zahl hier sind und auch aktiv sind. Das freut mich sehr, denn das ist eines unserer wichtigen Anliegen, in die nächste Generation Themen weiterzutragen und vor allen Dingen auch die Ideen und den Schwung und das Engagement mitzunehmen für einen ökologischen und sozialen Wandel. Also das heißt, es geht hier nicht nur darum, die Krise zu beschreiben, sondern es geht auch darum, eine Vision zu entwickeln und Mut zu machen, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wieder diese schlecht gelaunten Dieselfahrer, die uns denn ab und an begegnen. Ja, bei der Digitalisierung sind wir schon mitten im Geschehen. Bei der ökologischen Wende nimmt das Rennen um die grüne Zukunft gerade Fahrt auf. Und wir wollen diese Fahrt natürlich beschleunigen. Wir werden unser Bestes tun, aber der Erfolg unserer Konferenz hängt natürlich ganz wesentlich von Ihnen ab, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und von den Referentinnen und Referenten. Ich freue mich sehr, dass einige von Ihnen schon da sind. Wir werden Teile der Konferenz im Internet übertragen. Also ohnehin gibt es einen Livestream. Und es gibt gleich eine Keynote von Christian Hochfeld. Ich stelle ihn gleich vor. Den Beitrag von Christian Hochfeld müssen Sie nicht mitschreiben. Den stellen wir ins Internet. Da können Sie ihn dann nochmal anhören. Einige andere auch. Also wundern Sie sich nicht über diese Anordnung, die wir hier haben. Das dient der Tatsache, dass wir das auch weiteren Kreisen zugänglich machen wollen. Das erste Podium wird moderiert werden von Susanne Landwehr, Verkehrsexpertin, Journalistin bei der Zeitschrift für Deutschen Verkehrszeitung.
also eine ausgewiesene Expertin im Programm. Sie wird dann gleich das erste Panel moderieren und die Teilnehmenden vorstellen. Ich habe die Ehre, Christian Hochfeld vorzustellen. Er war bei der GIZ und hat dort das Programm für nachhaltigen Verkehr in China geleitet und ist seit 2016 Geschäftsführer der Agora Verkehrswende. Von 2004 bis 2010 war er Geschäftsführer oder beziehungsweise Mitglied der Geschäftsführung im Öko-Institut und er ist ein gelernter Diplom-Ingenieur, der an der TU in Berlin hier nicht weit studiert hat, technischen Umweltschutz. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, Herr Hochfeld, und uns die Leitprojekte der ökologischen Verkehrswende präsentieren. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und ein bisschen die Diskussion zu eröffnen. Und im Prinzip habe ich eigentlich zwei Vorträge mitgebracht, beziehungsweise den gleichen Vortrag in zwei Versionen, einer etwas optimistischeren und einer etwas pessimistischeren Version. Und deswegen dachte ich, starte ich einfach mal mit einer Frage, weil es ja sehr stark darum geht heute, was müssen wir in der Zukunft im Verkehrssektor tun? Und das heißt, wir müssen schauen, wie bewerten wir das, was jetzt eigentlich schon beschlossen worden ist, nämlich über das schon eben angesprochene Klimapaket. Wer von Ihnen glaubt denn, dass wir mit dem beschlossenen Klimapaket und den darin enthaltenen Maßnahmen im Verkehrssektor die Verkehrsziele und die Klimaziele für den Verkehrssektor 2030 erreichen? Gut. Also für die, die es im Internet nicht sehen können, ich mache das jetzt mit der optimistischeren Variante, weil man ja sozusagen, also hier waren nicht viele, die glauben, dass wir die Klimaziele erreichen. Ich denke aber trotzdem oder gerade deshalb sollten wir uns dieser Thematik intensiv widmen und die Themen der Digitalisierung und der Vortragstechnik auch mit beschleunigen. So, na klar, geht also. Ja, das Klimapaket, wie es jetzt von der Bundesregierung beschlossen worden ist, ist für den Verkehrssektor gestartet mit dem Koalitionsvertrag. Und Sie sehen, dass dort eigentlich der politische Wille sehr stark auch manifestiert worden ist. Das ist hier eine Wordle-Darstellung des Koalitionsvertrags, des Verkehrsteils im Koalitionsvertrags. Da steht das Wollen im Zentrum. Am Ende könnten wir jetzt sagen, was wir wollten und was daraus wurde, ist jetzt das Klimapaket, so wie es dasteht, eben auch aus unserer Perspektive sicherlich ein Schritt vorwärts in Richtung Verkehrswende. Aber ich glaube, dass wir mit der Verkehrswende oder die Verkehrswende damit noch nicht erreichen können, sondern dass sie noch vor uns steht. Wir haben geblinkt, so kann man sagen, aber die Ausfahrt ist verpasst worden für die Verkehrswende. Und deshalb kommt es darauf an, jetzt zu schauen, wann kriegen wir die nächste Ausfahrt, was können wir tun, damit wir die nächste Ausfahrt dann auch besser nehmen für die Verkehrswende und nicht noch einmal dran vorbeifahren. Ich glaube, was heute ja so ein bisschen im Mittelpunkt steht, sind Schlüsselprojekte, aber auch gleichzeitig der Titel Baustelle, und der trifft es ganz gut. Ich glaube, egal wie dieses Klimapaket ausgesehen hätte, es wird uns deutlich werden, dass die Verkehrswende eine Dauerbaustelle ist. So traurig wie das ist auf der Autobahn oder auch im Schienenverkehr, Dauerbaustellen nerven. Aber ich glaube, das ist notwendig, dass diese Dauerbaustelle nervt und dass wir weiter dran arbeiten. Das heißt, nur wenn wir diese Verkehrswende eigentlich wirklich ernst nehmen und noch stärker in den Vordergrund rücken, als wir das bisher getan haben und als es jetzt im Klimapaket getan worden ist, nur dann werden wir auch die Klimaziele des Pariser Abkommens erreichen. Für uns stehen dabei zwei Punkte immer im Mittelpunkt. Und das ist etwas so, was in der öffentlichen Diskussion manchmal untergeht. Es geht nicht nur um die Energiewende im Verkehr. Wenn das so wäre, wäre die Verkehrswende auch leichter. Die Energiewende im Verkehr ist sehr stark natürlich geprägt. Viele reden über
das Ende des Verbrennungsmotors. Am Ende ist es eben nicht sozusagen das Ende einer Technologie, sondern das Ende von fossilen Energieträgern im Verkehrssektor. Das heißt, wir reden darüber, dass wir 2050, Mitte dieses Jahrhunderts, kein fossiles Öl und kein fossiles Gas mehr im Verkehrssektor einsetzen wollen. Und das sollte uns bewusst sein, das sollte im Mittelpunkt auch stehen. Aber die Herausforderung dafür ist weiterhin groß, denn auf dem bestehenden Niveau des Energiebedarfs im Verkehrssektor werden wir das nicht erreichen. Dafür gibt es nicht genügende erneuerbare Energien, die uns zur Verfügung stehen werden, um den Energiebedarf im Verkehrssektor auch klimaneutral zu decken. Das heißt, wir brauchen zusätzlich zur Energiewende, die Mobilitätswende, eine Verbesserung des Systems, eine Effizienzsteigerung im Verkehrssystem zur Vermeidung von unnötigen Verkehren, zur Verlagerung dort, wo es geht, auf umweltverträgliche Verkehrsträger und zur Verbesserung auch der Verkehrsträger mit, und da hoffen wir alle drauf, auch mit der Unterstützung der Digitalisierung, um den Energiebedarf auf ein Niveau zu senken. Wir sagen etwa so als Daumenregel 50% Energiebedarfssenkung bis 2050, um dann die andere Hälfte des verbleibenden Energiebedarfs mit Erneuerbaren zu decken. Die Herausforderung bzw. auch das Ziel ist vorgezeichnet. Das Ziel ist auch vorgezeichnet nach dem Klimapaket. Das heißt, dass die Zeit beenden, die nun seit 1990 ansteht und auch anhält, nämlich dass der Verkehrssektor in absoluten Zahlen nicht zur Minderung der Treibhausgasemissionen in Deutschland beiträgt. Wir sind dazu gekommen, die Verkehrsleistung, die wachsende Verkehrsleistung zu entkoppeln von den Emissionen, aber wir sind nicht dazu gekommen, die Emissionen in absoluten Zahlen zu senken. Das muss sich ändern. Das muss sich ändern bis 2030. Die Ziele bestehen weiter, auch nach dem Klimapaket, nämlich die Senkung der Emissionen vom heutigen Niveau von etwa 40-42% innerhalb der nächsten 10 Jahre. Und wenn Sie sozusagen die Vergangenheit sich anschauen, wenn Sie dann hören, wie stark die Emissionen sinken müssen, sehen Sie, wie groß die Herausforderung ist. Und Frau Überscheer hat es auch schon angedeutet in der Einleitung, das werden Sie mit Einzelmaßnahmen nicht machen können, sondern das ist ein komplexes Unterfangen und es ist deutlich komplexer noch als die Energiewende, die nur ein Teil der Mobilitäts- und Verkehrswende ist. Das heißt, die Herausforderung gesellschaftlich ist groß und sie wird nicht größer. Wir ringen und wir haben gerungen sehr stark um die Frage, wie können wir diese 40% erreichen. Das Ergebnis, haben Sie jetzt selbst eingeschätzt, reicht nicht aus. Aber wenn wir auf der anderen Seite jetzt die designierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von der CDU hören, die sagt, sie möchte es als eines ihrer ersten Projekte angehen, zu schauen, ob wir auf der EU-Ebene das Ziel von 40-55% anheben können, dann heißt das, dass wir eigentlich bis 2030 auch in Deutschland noch mehr machen müssten, dann müssten wir nicht nur 40% auch im Verkehrssektor mindern, sondern 53%, 55%. Wie das gehen soll, glaube ich, da gibt es viele Fragen, aber es zeigt, dass sozusagen ein Rückfallen unter die 40% in jedem Fall die falsche Richtung ist. Dementsprechend, glaube ich, komme ich nochmal darauf zurück, wird die Verkehrswende in den nächsten Jahren eine Dauerbaustelle bleiben. Wir haben praktisch mit dem Klimapaket und auch den sozusagen Monitoring-Mechanismen und den Überprüfungsmechanismen quasi mit dem Verkehrssektor so eine Zehnerkarte gezogen, dass in jedem Jahr die Ziele nicht erreicht werden. Das ist schade. Positiv daran ist, dass es uns jedes Jahr wieder sozusagen auf die Agenda kommen wird und wir deshalb sozusagen daran erinnert werden, dass da was zu tun ist. Dementsprechend glaube ich, geht es darum, jetzt zu schauen, wie gehen wir mit dem, was erreicht worden ist, um und was sind die Baustellen für die Zukunft bzw. die Leitprojekte. Ich habe die mal aus meiner Perspektive sortiert und auch Schwerpunkte gesetzt. Das ist als Diskussionsgrundlage gemeint, sicherlich nicht abschließend. Wenn es abschließend wäre, hätten wir hier nicht 6 Bausteine, sondern 20, 30 Bausteine. Aber ich habe versucht, mal Schwerpunkte zu setzen, die aus meiner Sicht wichtig sind. Was am wenigsten gelungen ist, ist, glaube ich, im Klimapaket
die Bepreisung und Finanzierung unseres Verkehrssystems, eines klimagerechten Verkehrssystems, zu reformieren. Und ich glaube, das ist eines der Schlüsselprojekte. Wenn wir das nicht hinbekommen, in Zukunft stärker klimaorientiert zu bepreisen und auch die Finanzierung der Dekarbonisierung und der Aufrechterhaltung beziehungsweise dem Umbau der Verkehrsinfrastruktur stärker auch nutzerfinanziert hinzubekommen, dann wird uns bei allen anderen Aktivitäten und Anstrengungen es nicht gelingen, die Klimaziele zu erreichen. Das heißt, das steht für mich doch sehr stark im Zentrum. Dann geht es darum, als eine der Teile jetzt auch Elektromobilität endlich zum Erfolg zu führen. Wir reden jetzt seit 10, 15 Jahren über das Thema der Elektromobilität, über die Entwicklung der Elektromobilität als einer der Schlüssel, zumindest im Straßenverkehr. Da ist bisher zu wenig passiert. Ich glaube, es gibt viele Anzeichen, dass da jetzt was passiert. Aber ich glaube, wir müssen absichern, dass das in den nächsten Jahren jetzt auch wirklich vorwärts geht, weil sonst wird es einfach zu lange dauern, bis wir die Verkehrswende einleiten. Damit einhergeht auch, dass wir die Sektoren Energie und Verkehr enger koppeln und diese Sektorkopplung auch stärker forcieren. Wenn uns das nicht gelingt, hilft uns auch die Elektromobilität nicht, denn der Ausbau der erneuerbaren Energien und die effiziente Nutzung der erneuerbaren Energien im Verkehrssektor ist sicherlich ein Schlüssel. Elektromobilität ohne den Ausbau von Wind und Sonne in Deutschland hilft uns in Bezug auf die Klimaziele definitiv nicht weiter. Als zentraler Punkt ist sicherlich die Frage, das hatte ich angesprochen, dass wir neben der Energiewende im Verkehr auch die Mobilität brauchen. Und jetzt der Ton ausfällt. Nein, jetzt ist er wieder da. Und diese Mobilitätswende hauptsächlich in den Kommunen passiert. Und ich glaube, da können wir sehr optimistisch sein oder optimistischer, als wir vielleicht bei anderen Punkten sind, dass in den Kommunen in den letzten Jahren wahnsinnig viel passiert ist. Und dass die Kommunen und die Städte und die Bürger in den Städten diese Mobilitätswende auch deutlich nach vorne bringen und nach vorne treiben. Und ich glaube, diesen Schwung gilt es zu nutzen und die Spielräume, die auf kommunaler Ebene bestehen, für den Umbau des Verkehrssystems auch noch größer werden zu lassen. Darüber hinaus, und das wurde auch schon angesprochen, geht es eben nicht nur um die Automobilität, sondern sehr stark natürlich auch um Alternativen zum Auto, auch auf der Langstrecke, nicht nur in der Stadt. Und da spielt das, was wir in den letzten 10, 20 Jahren wirklich sehr stark vernachlässigt haben, eine große Rolle, den Ausbau der Schiene und auch der Radverkehrsinfrastruktur wirklich ernst nehmen. Nicht nur Lippenbekenntnisse abzugehen, es sind wahrscheinlich die unumstrittensten Projekte der Verkehrswende. Sie kommen aber nicht voran. Und die Frage ist, wie können wir sie verstärken und beschleunigen? Als letzten Punkt aus meiner Sicht ist etwas, was wir sehr stark vernachlässigen, geht es auch darum, Verhaltensveränderungen zu unterstützen, Verhaltensveränderungen zu induzieren. Wir investieren Hunderte von Milliarden in physische Infrastruktur. Wir investieren Hunderte von Milliarden in neue Technologien. Wie viel investieren wir darin, diese neuen Technologien, die neuen Infrastrukturen, neue Mobilitätsangebote, Alternativen zur herkömmlichen Mobilität auch den Menschen nahezubringen? Relativ nichts, um es mal vorsichtig zu formulieren, dann können wir eigentlich auch nicht erwarten, dass diese Technologien und die Infrastrukturen auch wirklich angenommen werden. Und ich glaube, es ist eine der Kernbestandteile, dass wir hier deutlich besser werden. Lassen Sie mich dann doch nochmal mit einem weinenden Auge auf das hinweisen, was jetzt im Klimapaket beschlossen worden ist. Was passiert, wenn am Ende unterschiedliche Auffassungen zusammenkommen und das Schlechteste aus den Welten als Vorschlag dann verabschiedet wird? Was wir in der Diskussion hatten, war auf der einen Seite eine CO2-Besteuerung von den Kraftstoffen Erdöl, Erdgas, Benzin, Diesel und Gas. Nicht nur im Verkehrsbereich, sondern auch im Wärmesektor, das heißt zum Heizen. Und auf der anderen Seite ein Emissionshandelssystem. Mit der Frage, wie wir, welche Höhe der Preis haben darf und wie wir gegebenenfalls Belastungen auch sozial ausgewogen kompensieren. Was rausgekommen ist, ist jetzt ein Quasi-Steuer, die man Emissionshandel nennt, in den nächsten 5 Jahren mit einem Fixpreis versieht, was einer Steuer gleichkommt, einem Fixpreis in der Größenordnung von 10 Euro pro Tonne. Das übersetzt sich
für eine Preissteigerung für Benzin und Diesel zu 3 Cent pro Liter. Können Sie sich ausmalen, wie Ihre Verhaltensveränderung ist, wenn Sie morgens oder abends tanken. Das ist ungefähr so der Spielraum, den Tankstellen haben. Manchmal ist er noch größer, die Preisschwankungen, die Sie täglich sehen. Und wir haben keinerlei Rückverteilungsmechanismen, beziehungsweise der Rückverteilungsmechanismus, der gewählt worden ist, ist, dass die Pendlerpauschale erhöht worden ist, ab dem 20. Kilometer der einfachen Strecke des Pendelns, um die höheren Kosten für den Sprit zu kompensieren. Was dabei rausgekommen ist, ist letzten Endes eine regressive Verteilung. Das heißt, wie wir sehen, sind die Belastungen gerade für die sozial Schwächeren größer als für die gut verdienenden Menschen. Und dementsprechend, glaube ich, sind beide Ziele irgendwie schiefgegangen. Das heißt, wir haben weder eine Lenkungswirkung, noch haben wir eine Rechtssicherheit. Das müssen wir auch sagen. Dieses System, wie es jetzt etabliert worden ist, ist noch nicht sicher, ob es verfassungsrechtlich umgesetzt werden kann. Und es bedient oder unterstützt eigentlich eher Besserverdienende, als dass es das, was eigentlich die Intention war, Menschen mit niedrigeren Einkommen, Haushalte mit niedrigeren Einkommen unterstützt. Hier sehen Sie nochmal, wie sich die Nettobelastung für Pendelnde entwickelt. Pendelnde sind in der Anfangszeit deutlich entlastet, und zwar je mehr sie verdienen, umso höher sind sie entlastet. Was wir gebraucht hätten aus unserer Perspektive, lassen Sie uns das sagen, ist ein höherer CO2-Preis, der klarere Indikationen auch gibt, der klarere Verhaltensveränderungen induziert, nämlich von 50 Euro die Tonne. Und wir hatten vorgeschlagen, dass dieses Geld 1:1 auch zurückgezahlt wird an die Bürger, und zwar gleich verteilt, und eine Absenkung der Stromsteuer vorgenommen werden kann, sodass wirklich an der Stelle, das sehen Sie hier in der Darstellung, niedrigere Einkommensgruppen höher entlastet werden, als das bei höheren Einkommensgruppen der Fall ist. Das heißt, mit diesem System wäre es möglich gewesen, gerade niedrigere Einkommensgruppen und auch pendelnde Einkommensgruppen zu entlasten und gerade auch Familien zu entlasten. Es ist nun schade, dass dieser Kompromiss eigentlich jegliche Ziele verfehlt. Es zeigt aber, dass wir neue Instrumente auch bei der Bepreisung brauchen. Aus unserer Perspektive, das ist ein bisschen kontraintuitiv, werde ich aber immer wieder in diesem Vortrag nochmal darauf hinweisen, heißt es, nach der Maut ist vor der Maut. Die Pkw-Maut hat gerade im Verkehrssektor jetzt nicht das beste Image in den letzten Jahren. Wir glauben aber, dass vor dem Hintergrund das, was an Finanzierungsfragen ansteht, was an auch Lenkungs- und Steuerungsfragen ansteht, eine bundeseinheitliche Pkw-Maut, die nutzungsabhängig ist, die kilometerbezogen ist und zwischen Städten und dem Land variiert werden kann, ein Instrument ist, was auf jeden Fall in der Zukunft in den Instrumentenkasten der Verkehrswende gehört und für die Finanzierungsfragen, auch für die CO2-Bepreisung geeignet ist, um weitergeführt zu werden. Das Thema Elektromobilität wird jetzt an Fahrt gewinnen. Das haben Sie vielleicht schon über die letzten 5 Jahre gehört oder vielleicht sogar über die letzten 10 Jahre, wenn Sie schon länger bei der Diskussion dabei sind. Warum glauben wir, dass das jetzt der Fall ist? Weil die CO2-Flottengrenzwerte, die den Herstellern auferlegt sind, bis 2021 jetzt eine sehr starke Elektrifizierung verlangen. Schwankt der Anteil der E-Fahrzeuge und der Plug-in-Hybride im Moment so zwischen, sage ich mal, 1-3% bei den Herstellern im Moment, bei den Neuverkaufen, so brauchen sie 2021, um die Zielwerte zu erreichen, etwa 15%, das gilt für Daimler, 13% für BMW oder 8% für Volkswagen. Das heißt, sie müssen jetzt auf der einen Seite die Modelle bringen, die kommen auch, und auf der anderen Seite auch sicherstellen, dass sie gekauft werden und auch genutzt werden. Sonst wird das Ganze schwierig. Und deshalb glauben wir, dass diese Diskussion, die es jetzt gerade gibt, um die Frage, ist es die Elektromobilität, sind es Fahrzeuge mit Brennstoffzellen und Wasserstoffantrieb oder sind es synthetische Kraftstoffe, im Moment nicht die richtige Frage sind, sondern im Moment ist die wichtige Frage, wie können wir Elektrofahrzeuge
auf den Markt bringen? Wie können wir Elektromobilität erfolgreich gestalten, um auch die Vorteile, die Elektrofahrzeuge mit sich bringen, für die Verkehrswende und für die Dekarbonisierung des Verkehrssektors nutzbar machen? Diese komplizierte Grafik, die Sie sehen zur Klimabilanz, soll nur noch einmal ausdrücken: Heute schon trägt ein Elektrofahrzeug zur Minderung über den gesamten Lebenszyklus von Treibhausgasen bei. Das E-Fahrzeug hat einen höheren ökologischen hat höhere ökologische Auswirkungen, eine höhere Klimawirkung bei der Produktion, gleicht es aber über die Laufzeit aus und wird nach 60 bis 80.000 Kilometern im Vergleich zu den Verbrennern deutlich besser. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Ausbau der Erneuerbaren, das ist hier unterstellt, auch weitergeht. Wenn es zum Einbruch des Ausbaus von Wind und Sonne in Deutschland kommt, wie es im Moment der Fall war, ist und war, aber vor allen Dingen ist, dann hat das dramatische Auswirkungen. Dann können wir uns das eigentlich schenken. Das heißt, wenn wir dort jetzt nicht weitermachen beim Ausbau von Wind und Sonne, kommen wir sowohl beim sozusagen auch Verbraucher durchaus zu Fragen, die die Elektromobilität und die Reputation der Elektromobilität ankratzen. Aber wir kommen auch dazu, dass wir keinen Klimaeffekt erzeugen. Deshalb ist es wichtig, jetzt sozusagen auch den Ausbau der Erneuerbaren, und darauf werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, weiter vorantreiben. Neben der Verfügbarkeit der Modelle, die eigentlich über die CO2-Flottengrenzwerte bis 2030 weitestgehend gesichert ist, geht es um die Frage, wie finanzieren wir diese Fahrzeuge? Da ist gestern eine Entscheidung getroffen worden, dass die Subvention angehoben worden ist. Aus unserer Sicht ist auch hier leider eine Chance vertan worden, weil das mit erheblichen Belastungen des Bundeshaushalts einhergeht und wir eigentlich die Chance gehabt hätten, ein System einzuführen, was wir ein Bonus-Malus-System nennen, wo die Subventionen für effiziente und elektrifizierte Fahrzeuge finanziert worden wären über einen Malus, den vielverbrauchende, hochemittierende Fahrzeuge erzeugen, die in der Regel auch einen hohen Preis haben, sodass sozusagen die Mehrkosten durchaus gerade in der Anfangsphase sehr vertretbar gewesen wären und sie ein geschlossenes System etabliert hätten, was den Kunden trotzdem die Möglichkeit gibt, zu reagieren, durchaus auch weniger verbrauchende Fahrzeuge zu kaufen und was auf der anderen Seite gleichzeitig den Bundeshaushalt entlastet. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir diese beiden Dinge immer zusammendenken bei dem Thema. Das eine ist, effektiv zu sein, das andere auch, aber gerade aus haushalterischer und Staatsbudgetsicht auch effizient zu sein. Da gibt es andere Meinungen zu, höre ich auch schon im Publikum, werden wir sicherlich nachher ausführlich diskutieren können. Der dritte Punkt, der wichtig ist bei Elektromobilität, ist klar, auch die Bequemlichkeit, das heißt die Sicherheit des Ladens. Auch hier sind Fortschritte gemacht worden. Letzte Woche wurde verabschiedet der Masterplan Ladeinfrastruktur, der sicherlich sehr, sehr viele Punkte aufgreift, sehr, sehr viele Schwachpunkte aufgreift beim Aufbau der Ladeinfrastruktur der Vergangenheit, die durchaus optimistisch stimmen, was den Ausbau der Ladeinfrastruktur angeht. Aber auch hier dürfen wir jetzt nicht sozusagen zu sehr auf Masse setzen, sondern auch nochmal überlegen, Qualität der Ladeinfrastruktur ist auch wichtig. Das heißt, nicht von Anfang an vergessen, sie muss steuerbar sein. Das heißt, sie muss so angelegt sein, dass gesteuert geladen werden kann, um die Netze nicht stark zu belasten. Da komme ich aber noch drauf und ich komme in Zeitverzug. Deswegen beeile ich mich jetzt. Beim Thema Sektorenkopplung bin ich nämlich gerade schon angekommen. Das ist der Punkt, die Kopplung der Ladeinfrastruktur auch mit den Verteilnetzen. Und das hatte ich angesprochen, dass wir auf der einen Seite schauen müssen, dass genügend Ladeinfrastruktur da ist, dass sie aber auch sozusagen die Verteilnetze nicht zu stark belastet. Und unsere Untersuchungen zeigen, dass wenn wir gesteuert laden, die Kosten des Ausbaus der Ladeinfrastruktur und der Netzinfrastruktur etwa um 50% halbieren können, wenn wir gleichzeitig auch die Mobilitätswende umsetzen. Das heißt, mehr Verkehr mit oder gleiche Mobilität mit weniger Fahrzeugen abbilden. Das Positive ist, dass die Ausbaukosten, die notwendig sind, eigentlich von
der Elektromobilität getragen werden können. Das heißt, es kommen neue Verbraucher ins Netz, die auch Netzentgelte zahlen, mit denen die Verteilnetze ausgebaut werden. Und mit diesen Netzentgelten lässt sich nicht nur der Ausbau der Verteilnetze für die Elektromobilität, sondern auch für den dezentralen Einbau der Erneuerbaren und die Installation von Wärmepumpen finanzieren. Ich denke, das ist ein positives Signal und zeigt, dass wir sozusagen auch hier Kosten der Verkehrswende durchaus systemintegriert mitfinanzieren können. Für die Elektromobilität spielen die Städte eine außerordentliche Rolle. Mich hat selbst überrascht, das ist eine Darstellung des ICCT, dass 50% aller E-Fahrzeuge weltweit, in 25 Städten nur betrieben werden. Das heißt, Sie sehen, wie wichtig sozusagen eigentlich auch die Frage ist, wie Städte Elektromobilität integrieren. Und das ist in Deutschland tatsächlich eines der Probleme, weil es so ein bisschen die E-Mobilität zwischen die Stühle fällt. Die einen sagen, wir wollen gar keine Autos in der Stadt haben, auch keine E-Fahrzeuge. Und die anderen sagen, wir wollen zwar, dass mit dem Autoverkehr alles so bleibt, wir wollen aber keine Elektrofahrzeuge. Und wir müssen jetzt genau den Mittelweg finden, nämlich zu sagen, wie kriegen wir eigentlich gerade in den Städten Elektrofahrzeuge besonders gefördert und besonders in den Markt. Das wird sehr stark über Flotten gehen, über Taxiflotten, gegebenenfalls auch Carsharing-Flotten. Dort lässt sich das besonders gut machen. Und wir müssen gerade in den Städten schauen, wie sieht die richtige Infrastruktur, die richtige Ladeinfrastruktur aus. Und da glauben wir nicht daran, dass das Aufbauen von langsamen Ladern am Straßenrand der richtige Weg ist, sondern dass wir, wenn wir überlegen, dass der gesamte Stadtverkehr irgendwann elektrifiziert werden wird, auf stark Schnellladehubs setzen, wenn man nicht zu Hause oder am Arbeitsplatz laden kann. Das ist etwas, was sicherlich bei der Umsetzung des Masterplans Ladeinfrastruktur wichtig ist. Die Kommunen, und darauf sozusagen ziele ich dann nochmal ab, bei der Mobilitätswende zu tüchtigen, sie zu unterstützen, ist wichtig, nicht nur beim Aufbau der Elektromobilität, sondern eben auch beim Aufbau zu Alternativen zum privaten Pkw. Die Zeit, wo wir die Städte für das Auto gebaut haben, gehen international vorbei oder sind international vorbei. Wenn wir unsere Wohnungen in der Vergangenheit genauso gebaut hätten, sähen die so aus, dass die Garage im Zentrum gewesen wäre. Das haben wir auch nicht gewollt und deshalb werden wir auch unsere Städte nicht mehr danach umbauen. Erst letzte Woche hat New York einen großen Plan verabschiedet, die autogerechte Stadt in New York beendet. Und ich glaube, das ist etwas, was weltweit derzeit passiert, dass wir nicht gegen das Auto vorgehen, aber für mehr Lebensqualität in den Städten unser Verkehrssystem umbauen. Und die Motivation für den nachhaltigen Stadtverkehr geht weit über den Klimaschutz hinaus. Ist mehr Lebensqualität, geringerer Flächenverbrauch, höhere Luftqualität, mehr Verkehrssicherheit, weniger Lärm und weniger Staus. All das am Ende sind große Treiber, die im Moment die Städte wirklich zum Zentrum der Verkehrswende machen. Und wir müssen uns eben gerade bei diesem knappen öffentlichen Raum Gedanken machen, wie wollen wir den aufbauen? Wir haben jetzt hier zwei Nutzungsmöglichkeiten des öffentlichen Raums der gleichen Fläche zu gleichen Preisen. Entweder stellen wir ein Auto dort ab oder wir bauen einen Baum mit einer Parkbank, kostet ungefähr genauso viel übrigens in der Stadt. Das eine, der Baum steht 100% der Zeit, das Auto immerhin 94% der Zeit. Der eine speichert CO2, der andere erzeugt CO2. Der eine kühlt die Straße, der andere heizt sie auf. Der eine wird 70 Jahre alt, der andere 7. Was ich damit nur verdeutlichen will, ist, es geht wirklich um die Nutzung und eine Umnutzung des öffentlichen Raums, des knappen öffentlichen Raums. Und wir brauchen diesen öffentlichen Raum nicht nur für andere Verkehrsträger oder andere Nutzungsformen, sondern auch, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Städten in Zukunft zu halten. Und da geht es wieder um das Thema Bepreisung im städtischen Raum. Auch hier ist die Frage, sind Parkgebühren zu hoch? Gibt's viele, die sind der Meinung, wenn wir uns anschauen, wie haben sich Parkgebühren in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt im Vergleich zu Tickets im ÖV-Bereich, sehen Sie, die Parktickets und Parkgebühren pro Stunde sind gleich geblieben, während die Ticketpreise um 40-60% gestiegen sind. Das kann
so nicht richtig sein, so kann ein öffentlicher Raum nicht richtig bepreist werden. Der ist mehr wert in den Städten und ich glaube, hier braucht es deutliche Veränderungen. Und was uns vorschwebt eigentlich, ist, dass wir in Zukunft nicht mehr nur auf der einen Seite den motorisierten Individualverkehr haben und auf der anderen Seite den Umweltverbund, also öffentlichen Verkehr und aktive Mobilität, sondern dass es verschmilzt zu einer Allianz. Warum sage ich das? Weil wir mehr sozusagen auch auf die lange Frist denken, dass Städte sicherlich in Zukunft Mobilität ausschreiben werden als Qualitätskriterium. Städte werden Lieferleistungen für Güter, aber auch Personenmobilität ausschreiben im Sinne einer Erreichbarkeit. Dass sie entweder 5 Minuten brauchen, um bei einer ÖPNV-Station zu sein oder 5 Minuten brauchen, bis ein On-Demand-Shuttle-Service sie abholt. Und wenn wir in diese Richtung denken, wird ein Angebot für Menschen geschaffen werden, was dann die Grundversorgung eigentlich auch abdeckt. Und wenn Sie dann zusätzlich mit einem privaten Pkw unterwegs sein wollen, muss das eben preislich auch sozusagen anders betrachtet werden. Und dementsprechend, glaube ich, geht es in diese Richtung, dass wir versuchen, diese neuen Allianzen zu bilden aus dem klassischen ÖPNV, dem Massen-ÖPNV, der geteilten Nutzung von Fahrrädern, von Pkw, wenn dann auch mal später automatisiert, im Sinne einer kollaborativen Mobilität. Und dazu zählen auch die Tretroller, für die ich hier kurz eine Lanze brechen möchte, obwohl ich weiß, dass viele die hassen im Stadtverkehr. Sie entwickeln sich seit den letzten Monaten recht dynamisch. Und wenn wir uns aber die Meldungen anschauen, wie sie heute in den Zeitungen sind, die Umweltministerin findet sie total nervig, sie machen nur Probleme, sie nehmen viel den Platz weg und Städte richten Verbotszonen ein. Und wenn wir dann das Wort E-Scooter mal ersetzen durch Auto, dann sehen wir, dass wir doch einen relativ, sage ich mal, autoblinden Blick in der Stadt haben. Denn eigentlich sind die wahren Probleme, gerade auch was den Platz angeht, bei den parkenden PKWs im Stadtverkehr. Und so sehen wir eigentlich die neuen Scooter auch so ein bisschen als Indikator, wie wird gerade auch städtische Infrastruktur geplant und umgesetzt. So sehen Sie hier, wann nutzen Scooterfahrer den Fußweg? Das ist dann der Fall, wenn keine Radverkehrsinfrastruktur besteht. Dann sind 40% der Leute, die illegal auf dem Fußweg fahren. Wenn Sie sozusagen Radverkehrsinfrastruktur haben, sind es 0%. Von daher, glaube ich, müssen wir auch die neuen Verkehrsträger als Teil eines neuen Mobilitätsverbundes sehen. Und dass sie sich schnell entwickeln und dass sie auch schnell Verbesserungen vornehmen, glaube ich, lassen wir und lässt sich über die letzten Tage abwickeln. Ich komme fast zum Schluss. Ich glaube, dass wir ein Problem stärker betonen müssen und hierfür stärker Lösungen haben und finden müssen, dass wir eine Idee haben, wie sich der Stadtverkehr entwickeln kann. Wir werden auch noch über ländliche Mobilität sprechen. Aus meiner Sicht ist das nichts, wo so gravierende Veränderungen anstehen wie in den Städten. Das heißt, da sehe ich auch nicht, dass wir sozusagen so viel Sorge um den ländlichen Verkehr haben müssen. Wir müssen Probleme auf dem Land ansprechen, aber ländliche Verkehre müssen sich nicht so wahnsinnig verändern wie in den Städten. Das Thema, was wir aber vernachlässigen, ist, wie sind die Stadt-Land-Beziehungen? Wie gehen wir mit Pendlern um, die Städte, wo Pendler zunehmen? Wir müssen neue Angebote schaffen für Pendler. Das ist aus meiner Sicht ein Thema, was in der Vergangenheit zu sehr vernachlässigt worden ist und was wir stärker in den Mittelpunkt rücken müssen. Lassen Sie mich 2 Themen noch ganz kurz ansprechen und dann ist auch wirklich Schluss. Nämlich das Thema Ausbauschiene Rad ernst nehmen. Wenn Sie sich anschauen, was im Koalitionsvertrag steht, Verdopplung des Schienenverkehrs, ist das schwer interpretierbar. Wenn Sie es als Verkehrsleistung nehmen, geht das weit über das hinaus, was im Bundesverkehrswegeplan geplant ist. Sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr. Wenn Sie wissen, dass eigentlich alle zweifeln, dass wir den Bundesverkehrswegeplan sachgerecht bis 2030 umsetzen, dann sehen wir auch, wie groß die Herausforderung im Schienenverkehr ist, stärker hier Infrastruktur aufzubauen. Und Sie werden sich vielleicht auch wundern, dass Sie noch niemanden von der Bahn gehört haben, der sagt, wir werden das so erreichen.
es ist eine sehr große Herausforderung und ich glaube, was wir vernachlässigen in diesem Punkt, das müssen Sie nicht lesen, soll nur die Komplexität zum Ausdruck bringen. Wenn wir die Schieneninfrastruktur wirklich ausbauen für einen Deutschlandtakt, gerade im Personenverkehr, dann müssen wir das auch stärker monitoren. Das ist in der Vergangenheit total vernachlässigt worden. Sind die Dinge, die eigentlich bis zum bestimmten Zeitpunkt passiert werden oder sein müssen, auch wirklich umgesetzt worden? Weil sonst schieben wir den Ausbau der Schieneninfrastruktur wahnsinnig vor uns her. Das ist das, was in der Vergangenheit passiert worden ist. Jetzt fließen deutlich mehr Mittel in den Schienenverkehr. Sicherlich ein positiver Aspekt des Klimapakets. Aber ich glaube, wir brauchen auch eine sozusagen Instanz innerhalb der Bundesregierung, die diese Umsetzung stärker auch monitort. Der letzte Punkt ist das, was ich angesprochen habe, für mich eine Leerstelle der Verkehrswende. Dass wir mehr und mehr sehen, wir tun viel, wir investieren, wie gesagt, hunderte von Milliarden in neue Infrastruktur, in neue Technologien. Wir bringen den Menschen aber nicht näher, wie sie diese neuen Angebote auch nutzen können. Und ich möchte ein kleines Beispiel durchaus auch mit einem Hersteller, einem Automobilhersteller nehmen, der für mich eigentlich so ein bisschen den Weg nach vorne weist. Das ist das Projekt Sommerflotte, was hier in Berlin passiert, wo Menschen angeboten wird, für eine bestimmte Zeit ihren privaten Pkw abzugeben und dafür alle Mobilitätsangebote, die es in Berlin gibt, anzunehmen. Das heißt, neben dem öffentlichen Verkehr inzwischen 20 Mobilitätsdienstleistungen, die sie nutzen können. Und nach diesem Monat haben bei einer sehr geringen Grundgesamtheit von 40 Leuten 15 ihren Pkw abgeschafft. Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein für mich sehr optimistisch stimmendes Szenario. Wir brauchen nicht warten, bis das 100% der Leute sind, sondern wir können mit denen anfangen, aber sie müssen halt informiert werden. Wir haben Energieberater in Haushalten, warum haben wir keine Mobilitätsberater in Haushalten? Und da helfen auch keine Plakatkampagnen für nachhaltige Mobilität, sondern ich glaube, wir müssen über neue Wege auch darüber nachdenken, wie wir die Menschen mitnehmen können in diese neue Mobilität, dass sie Carsharing erfahren, dass sie Elektromobilität erfahren, dass sie auch neu erfahren, wie gut das Angebot am öffentlichen Verkehr ist. Das ist aber etwas, was wir bisher nicht auf der Agenda haben und wo wir, glaube ich, deutlich mehr brauchen. Am Ende, damit schließe ich die letzte Folie, gelingt das Ganze nur als Gemeinschaftswerk. Das macht die Sache schwierig, weil Sie brauchen eigentlich eine gemeinsame Richtung, um das auch sozusagen, damit alle am Strang ziehen können und am gleichen Strang ziehen können. In der Vergangenheit ist uns das nicht gelungen. Ich hoffe, dass wir tatsächlich sozusagen jetzt nach dem Hassel um das Klimapaket wieder etwas Zeit haben, auch wieder etwas Luft holen, um nochmal drüber nachzudenken, was sind die langen Linien für 2030, die wir verändern müssen, um die Verkehrswende auch erfolgreich gestalten zu können. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen. Applaus